Die Ganzkörperwaschung muss man nach Sunna machen oder ist das auch nur eine Dusche, eine Ganzkörperwaschung? Wir müssen zwei Themen unterscheiden. Eine Ganzkörperwaschung und danach beten, eine Ganzkörperwaschung und danach braucht man Wudu, um zu beten. Das wird, wir reden von zwei Situationen. Eine Situation, du gehst zum Bad, du wäschst dich. Und dann kommst du raus und du kannst beten, wenn du beten willst. Eine andere Situation, du hast dich gewaschen, aber wenn du rauskommst, du kannst nicht beten, bis du Wudu genommen hast. Das sind zwei Themen. Die Ganzkörperwaschung nach Sunna. Es gibt zwei Arten. Bei Al-Jumhur, bei den meisten Gelehrten, die sagen, man macht erstmal Wudu zum Gebet und dann duschen. Und am Ende die Füße waschen. Und dann kann man rausgehen und beten. Oder die zweite ist, dass man sich wäscht und am Ende Wudu nimmt und rausgeht. Da kann man auch beten. Das sind zwei. Jetzt, bei diesem Fall haben wir kein Problem. Jetzt, zweiter Fall. Man hat sich nur geduscht und dann will man danach beten. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Manche sagen, nein, das geht nicht, weil man keine Absicht für Reinigung vor dem Gebet hat, das wird für Wudu. Und manche sagen, wenn man Mund und Nase spült und die Absicht hat, Wudu zu nehmen und dann macht man den ganzen Körper nass mit Wasser, von oben bis unten, dann könnte man auch danach beten. Aber richtiger ist und sicherer, man macht die erste Sache, das heißt, man nimmt erstmal Wudu. Wie macht man das? Man wäscht die Hände, dann wäscht man sich von vorne und von hinten mit der linken Hand. Dann macht man Wudu normal. Da kann man die Füße waschen oder lassen. Okay? Und danach nimmt man das Wasser von oben. Entweder dreimal nur auf den Kopf. Drei schüttet man mit der Hand dreimal. Und sage ich, jetzt reibt man den Kopf und dann ganz auf das Wasser auf den ganzen Körper. Oder man nimmt das ganze Wasser auf den ganzen Körper. Und am Ende wäscht man die Füße und dann kommt man raus. Da kann man damit beten, alles machen. Das ist am besten so. Wallahu ta'ala alam. Das ist, wenn man die Absicht hat, danach zu beten. Aber wenn man nur duschen will, da kann man Ganzkörperwaschung auch normal machen, indem man Wasser von oben bis ganz am Körper macht. Wallahu ta'ala alam. Na.